Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und immer noch zum großen Insel-Update. Endlich ist es wieder grün in Horse Riding Tales. Und jetzt damit, mit dem neuen Update zusammen, gibt es auch jede Menge neue Pferde und auch neue Ausrüstungssachen. Und die gucken wir uns in dieser Folge mal ein bisschen genauer an. Denn hier seht ihr es schon, das sind die neuen Outfits. Also erstmal gibt es so ein paar neue Frisuren, die ihr euch holen könnt. Die gucken wir uns jetzt hier mal an. Viele von denen haben jetzt diese Schlafmasken dabei. Wobei ich das ein bisschen cringe finde irgendwie. Aber es gibt ja auch, wie ihr schon gesehen hattet mal in dem Teaser, gibt es ja auch den Schlafanzug. Also mit dem könnt ihr dann natürlich das auch kombinieren. Ich denke mal so die ein oder andere von diesen Schlafmasken. Übrigens diese Zöpfe finde ich wirklich schön, aber man sieht sie halt ein bisschen schlecht. Gehen wir wieder auf unsere normale Frisur. So. Und bei den Augen hat sich nichts getan, aber hier ist es jetzt richtig krass geworden. Also das ist das, was wir haben. Und dann, den finde ich super übel, den Back to Sleep Overall. Aber was ist neu dazu gekommen? Also erstmal natürlich so ein bisschen diese Rüstungen. Da sind ein paar dazu gekommen, aber ich finde die gar nicht so schön, weil die wirken halt nicht besonders dreidimensional. Da mag ich dann doch so ein bisschen diese... Das hier besonders finde ich halt richtig cool. Das hätte ich mir auch auf jeden Fall holen. So. Oh mein Gott. Das ist ja mega. Meine Güte. Verdammt, das kann ich mir nicht entscheiden. Ich denke mal, weil das wird zuerst... Oh nein, das ist schon mega. Oh mein Gott. Gucken wir mal bei den Hosen. Also da gibt es definitiv jetzt mal auch eben nicht so Reiter-Outfits. Das finde ich ziemlich cool. Die hier. Das ist die, die halt zu dem anderen Outfit eigentlich gehört. Was gehört hier standardmäßig dazu? Oh mein Gott. Super. Ja, okay. Scheiße, wir müssen uns so ein Schlafanzug-Ding holen. Es ist einfach zu gut. Okay. Ja, wir nehmen uns auch so eine Schlafmütze mit. Welche nehmen wir denn dann? Mir gefallen die gar nicht so, die mit der Schlafmütze. Was kann man dann für einen Helm nehmen? Da gab es auch diese Schlafmütze. Ich glaube, die ist fast interessanter, wenn wir dann das hier so nehmen. Da gibt es nämlich auch nicht wirklich großartig neue Sachen. Da müssen wir dann aber auf jeden Fall das Haar wieder wegmachen, auf eins, was wir haben. Oh mein Gott. Oh nein, das backt ja total durch. Okay, was haben wir noch bei Bottom? Gibt es da jetzt auch... Oh mein Gott. Ja, nehmen wir das hier. Das haben wir vom Face her, da mag ich nichts Neues. Und ja, komm, machen wir das mal so. Ich überlege noch gerade, ob wir den Helm mitnehmen oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den Helm nehmen würdet oder nicht. Aber ich denke mal, dass wir fast sagen, okay, wir machen keinen Helm und kaufen das einfach mal so. Okay. Ist gekauft. So, jetzt haben wir hier ein wunderschönes Schlafanzug-Outfit. Und ich gucke nochmal, was wir noch so haben. Denn es gibt ja auch jede Menge neue Pferde. Unter anderem, schauen wir uns die nämlich mal an. Gucken wir mal alles von vorne ran durch. Bei den Commons hat sich natürlich nichts getan. Bei den Uncommons, da sind auch nicht wirklich neu dazu gekommen. Oder wobei? Ich glaube, die beiden, die kommen ja recht unbekannt vor. Dann haben wir bei den Rare-Pferden, da waren wir hier bei den normalen. Und dann haben wir nämlich jetzt auch noch, wie ihr seht, hier die Mustangs. Und eben... den Smoky Dapple Arabian. Und bei den Epics haben wir
nicht wirklich großartig was Neues bekommen. Damals nur den Golden. Nee, das ist jetzt der. Ach doch, stimmt. Ich glaube, die beiden müssten dann neu. Auf jeden Fall bei der Kategorie sind, glaube ich, weniger gekommen. Ich gucke mal gerade. Weil da sehe ich jetzt nicht wirklich großartig was Neues. Aber hier sind safe ein paar neue reingekommen. Weil hier haben wir nämlich, genau, hier mal den Dapple Grey Pegasus. Der sieht ein bisschen aus, als würde er. Der glotzt ein bisschen stark. Der Golden. Dann aber hier den Sooty. Der gefällt mir von der Farbe ja richtig gut. Wow. Der Half Pegasus. Spotted. Der hat schöne Flügel. Der hier hat natürlich auch was. Aber ich weiß gar nicht, bei dem schnappt mich, glaube ich, sogar das Horn. Der sieht sehr unspektakulär aus dafür. Wow. Ich glaube, das ist so der schönste mit. Der Fliegenschimmel. Ja, die sehen definitiv krass aus. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wir gucken mal, dass wir uns noch ein bisschen Ressourcen holen. Was ist denn die Daily eigentlich heute? Müssen wir noch mal gucken, wie wir das jetzt finden immer. Die Daily ist nämlich jetzt hier hinten. Da haben wir sie hier. Und da seht ihr, wir haben Wolle, 8 Pferde. Und dann heißt es nämlich auch, dass wir uns direkt mal ein bisschen Wolle hier holen. Fangen wir einfach mal ein bisschen damit an. Weil jetzt gerade jetzt, wo wir auch noch die Insel da haben. Und ich schalte übrigens nebenbei so ein bisschen die Inselsachen frei. Sodass wir beim nächsten Mal dann auch schon ordentlich bauen können. Ich habe da auch schon einiges freigeschalten. Und dann machen wir beim nächsten Mal dann so ein bisschen eine kleinere Baufolge auf unserer Insel. Und ich habe auch schon so ein bisschen Möbel hergestellt. Und dann basteln wir daran nämlich so ein bisschen. Wir können auch gleich mal gucken, ob es schon neue Sachen in den Championaten auch eigentlich gibt, ob das Sinn macht, da welche zu machen. Okay, gucken wir doch mal an. Wir haben hier Cross Country und Multiplayer. Schauen wir nochmal die Rewards an. Irgendwie sehe ich bei Rewards gar nichts. Okay. Aber wir können ja trotzdem mal reinschauen eigentlich in den Cup. Wie es ausschaut, haben wir. Ja, das ist natürlich wieder schwierig, weil beim Golden Cup haben wir einen Trade nur. Also im Normalfall race ich am liebsten, wenn wir zwei Trades haben. Hier zum Beispiel, es ist Nepo. Ah, hier North. North hat hier beim. Moment, warum haben wir denn jetzt 10 Tickets? Uff. Seit wann ist das denn so? Ja, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an hier. Oh, es ist so ungewohnt, dass es jetzt grün ist wieder. Ja, da habe ich es jetzt aus Versehen gerissen tatsächlich. Die Kurve war unerwartet. Die hatte ich auch wirklich ein bisschen schlecht gesehen. Ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht durchgekommen. So, die Strecke wirkte recht simpel. 104! Was? So schlecht? Uff. Wo haben wir denn so viel Zeit verloren, ey? Krass. Ich habe noch aus dem Diamond Cup noch ein bisschen was. Beim letzten Mal habe ich das vergessen zu claimen. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Vom Racing her. Da haben wir auch zwei bei North. Guck mal da mal rein. Boah, ich sehe überhaupt nichts. Wow, was war das denn? Wo kam dann dieses Hindernis her? Wow. Wow.
Oh mein Gott. Also, Hilfe, die Strecke ist ja super übel. Uiuiuiui. Meine Güte, was ist das denn für eine Strecke hier gerade? Hilfe. Aber es ist super schön mal wieder, dass das Ganze wieder grün ist tatsächlich. Da bin ich... Ich dachte, ich bin nah genug dran. War ich aber anscheinend nicht. Noch 10. What? Was für eine Kurve. Oh mein Gott. 4, 3, 2, 1 und... Uff. Das war ein ganz schön übler Parcours. War es nur 120? Also da mal bei beiden gerade nicht mega gut abgeschnitten, muss ich sagen. Aber gut. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Wolle. Und wir müssen auch noch Pferde fangen, deswegen können wir mal gucken gerade. Für uns so ein paar Pferde holen. Okay, wir haben einen von den großen Orbs. Wir haben nicht mal Schuhe an, wir haben nur... Daran liegt es wahrscheinlich, wir haben nur Socken an, deswegen schneiden wir so schlecht ab. So. Oh mein Gott. Das war natürlich jetzt ein bisschen lucky. Dass wir jetzt da genau nur einen Orb gebraucht haben. Ja, 9000. Nice. Das ist doch immer schon mal super. Ein bisschen Geld bekommen gerade jetzt bei der Insel. Okay, der haut gerade ab. Bei den kleinen Feinden ist das tatsächlich mal am besten, wenn wir irgendwie so... den weißen oder den schwarzen halt haben, weil die einfach nochmal mehr bringen. Die bringen dann fast 1000. Und dann macht sie das auf jeden Fall nochmal besser. Guck mal gerade ganz kurz in unser Daily-Buch rein. Okay, 5000 haben wir, ja. Dann müssen wir das mal kurz nochmal ein paar Pferde glücklich machen. Einmal putzen. So. Und waschen. Gucken wir gleich mal, ob das jetzt immer noch zählt, dass wenn man ein Pferd glücklich macht, dass es dann direkt für die 6 Pferde zählt. Übrigens, falls ihr das Update noch nicht haben solltet, die spielen das jetzt momentan langsam auf alle Systeme. Also da noch keine Panik dabei. Wir gucken jetzt mal, ob das wieder gezählt hat für alle. Ja, sehr gut. Okay, dann müssen wir nämlich dann noch ein paar Schmiener machen. Noch die Pferde capturen und noch ein bisschen Wolle sammeln. Boah, hier ist wieder richtig viel Eisen. Also es lohnt sich momentan wirklich, auf Eisen zu gehen. Aber wir brauchen halt Wolle. Ich denke mal, ich suche jetzt noch ein bisschen Wolle. Und dann mache ich aber auch Schluss für heute. Eure Meinung zum Update, eure Meinung zu den neuen Pferden und den neuen Ausrüstungssachen und den neuen Outfits. Habt ihr euch davon vielleicht schon welche geholt? Wie gefallen sie euch? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's wieder groß ans Bauen. Also bis dann. Ciao, ciao.